Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Ihr seid hier auf Tupac VR. Ich bin Sebastian, das da ist Ben. Und ja, hier gibt's alles rund um das Thema VR. Heute stelle ich euch das Game A Rogue Escape vor. Und A Rogue Escape ist für die Quest 1 und 2 erhältlich und für Steam VR. Und ich habe es jetzt hier erstmal mit der Valve Index hauptsächlich gespielt. Aber nach der Einleitung hier zeige ich euch ein kleines, kurzes Vergleichsvideo. Quest-Gameplay und Steam-VR-Gameplay. Also ich habe mir beide Versionen wirklich angeschaut auch. Und ja, ich gucke mich da einfach so ein bisschen in dem Nauticall um und gucke mir die Instrumente an. Und ja, eigentlich relativ kurz gehalten das Ganze. Man sieht aber auch, dass die Versionen ja nicht identisch sind, aber nahezu. Also man sieht, dass es eigentlich für die Quest programmiert wurde, entwickelt wurde und dann einfach für SteamVR portiert und ein bisschen verbessert worden ist. Beleuchtung kommt ein bisschen besser rüber. Manche Anzeigen kann man schöner sehen, also die Texturen und so weiter. Aber ansonsten ist das schon relativ nah dran, finde ich. Also ich habe jetzt keinen riesen Mehrwert gesehen in SteamVR im Gegensatz zur Quest. Von daher kann man sich auch locker die Quest-Version holen und hat da auch seinen Spaß. Und ja, das dazu. Kommen wir mal auf die, ja, auf die Steam- und Oculus-Seite zu sprechen. Und ja, hier sind wir auf der Steam-Seite. Ich habe jetzt versucht rauszufinden, wie teuer das Game jetzt wird. Habe den Entwickler auch schon angeschrieben, aber habe da noch keine Rückmeldung. Wenn ich eine Rückmeldung bekomme, packe ich das auf jeden Fall in die Beschreibung noch rein. Aber ihr seht es natürlich auch, wenn es dann released wird. Und ja, wie es hier so steht, umgeben von dir unbekannten Knöpfen, Hebeln, Monitoren und so weiter und so fort. Also man kommt wirklich ins Spiel rein, weiß gar nicht, was Sache ist. Man muss alles rausfinden, für was welcher Hebel da ist, welche Anzeige ist für was da. Und man hat dann einen kleinen Computer, man hat Anzeigen. Und also ich finde das Spiel richtig, richtig gut. Mir hat es gefallen. Also ist einfach mal was anderes. Man kommt wirklich in ein Gerät rein, muss fliehen, weil man gejagt wird und ja, muss dann erstmal rausfinden, wie das Gerät gesteuert wird. In Science-Fiction-Filmen oder sonst was, wo die dann in irgendwelchen ja unbekannten Raumschiffen sind, versteuern die das ganz einfach immer nach 2 Minuten, ne, sind die dann durch und haben das Ganze schon ja, verstanden. Hier ist es nicht ganz so einfach, aber das ist auch gut so, weil das ist der Sinn des Spiels und ja, mir hat es Spaß gemacht, auch wenn ich ab und zu ein bisschen verzweifelt bin, weil man macht dann irgendwas, auf einmal geht da die ganze Energie wieder weg und ja, man muss natürlich auch mit der Energie haushalten. Man kann nachher auch ja, Gegenstände suchen, um den Nauticall zu verbessern und ja, echt cooles Game, muss ich sagen. Wie gesagt, ich habe mir beide Versionen angeschaut, auch wirklich, ich habe locker eine halbe Stunde mit der Quest gespielt und habe jetzt das ganze Gameplay mit der Valve Index aufgenommen und ja, mir haben beide Versionen Spaß gemacht. Grafikmäßig werdet ihr gleich sehen, ist da nicht so viel Unterschied. Und ja, das erstmal dazu. Ist für die Valve Index, HTC Vive und Oculus Rift getestet. VMR-Brillen ja, müsst ihr selber testen. Habe ich jetzt nicht zur Verfügung, dass ich das testen kann. Wir haben die Oberfläche auf ja, allen erdenklichen Sprachen. Deutsch ist auch dabei, also man kann wirklich die Texte in Deutsch lesen. Es sind auch Story-Parts dabei, wo man ein bisschen am Monitor auch lesen muss. Von daher gut, dass da auch wirklich eine Übersetzung da ist. Ja, und hier ist auch nochmal der Oculus Store. Hier gibt es dann auch, ne, für Quest 1 und 2. Und ja, hier weiß ich jetzt leider auch nicht, wie teuer das wird. Wie gesagt, aber packe ich unten in die Beschreibung, sobald ich weiß, was da Sache ist. Ja, Leute, jetzt bevor das Gameplay losgeht, das kleine Vergleichsvideo. Und ja, dann wünsche ich euch danach viel Spaß mit dem Spiel. So Leute, willkommen bei A Rogue Escape und hier sind wir mitten im Spiel und mitten im Menü und als allererstes zeige ich euch mal ja, das Hauptmenü, sage ich mal,
Und hier können wir erstmal unsere Sprache einstellen. Wir spielen in Deutsch. Haben wir halt Hauptmenü. Ansonsten könnt ihr euch auswählen, was ihr wollt. Und ja, dann unter Optionen haben wir auch nur Sprache und Speicherstand löschen. Mehr ist da auch nicht. Und ja, neueste Mitteilungen. Da ist quasi unsere Story. Flüchtlinge der Arbeiterklasse entdeckt. Letzter bekannte Vektor in Richtung der königlichen Stelle. Bei Kontakt müssen die Behörden benachrichtigt werden. Also wir sind auf der Flucht und ja, wir stecken hier in diesem Aufzug fest. Und ganz wichtig, wir haben keinen Teleport, wir haben keinen Free Locomotion, denn wir müssen uns wirklich so im ganzen Zimmer bewegen, um an Schalter, Apparaturen und sonst wo voranzukommen. Natürlich kann man den Trick machen, dass man immer wieder zentriert. Das geht natürlich auch, aber ist halt ein bisschen nervig. Von daher wäre es schon besser, wenn man ein bisschen mehr Platz hat bei dem Game. Und ja, jetzt gehen wir einfach mal Aufzug zu den königlichen Stellen und schauen mal, was passiert. Einleiten, ja bitte. Ich bitte darum. Oh, es geht aufwärts. Schön. Modem. Oh. Hab ich mich erschrocken. Wappen kann nicht identifiziert werden. Okay. Extraneous instruction executed. Platform lifting binded to left and right thumbstick. Okay, Plattform, ja, lift ist gebunden an linken und rechten Thumbstick. Okay, probieren wir mal. Oh! Also der linke Thumbstick geht nicht, aber der rechte. Okay. Und da ist auch die Knappe aufgegangen, die war eben noch zu. Schauen wir mal, da sind auch irgendwelche Elektronikbauteile zu sehen. Au, oh, und ja, wir haben hier irgendwelche Symbole. Links, rechts, links, Kreis. Hier haben wir so ein komisches Dreieck. Können wir denn hier irgendwas machen? Ich fahre noch ein bisschen mehr hoch. Hier sehen wir irgendwelche ICs. Ne. Okay. Okay, fahre ich mal wieder runter zum Bedienteil. Schauen, was da zu sehen ist. Neustartsequenz. Okay, Neustartsequenz. Ah, guck mal, mit dem Drehrad machen wir irgendwelche... Warte mal, das war doch links, rechts, links, links, rechts, links, warten, Kreis, hey, mega. Und jetzt? Ah, one to perish for one to rise, the lighthouse awaits thee. Erwarte manuell Neustart. Oh, okay. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich alle ICs mit Spannung versorgen. Das sind immer so kleine Rätsel, die immer eh bei mir aus Zufall geschehen. Wow. Okay, das kann ich noch vom Trailer oder vom Thumbnail? Auf der Entwicklerseite mal war. Ja, da sehen wir diese riesen Crawler. Und in einen von denen werden wir auch reingehen und ja, dann müssen wir abhauen. Sehr, sehr cool. Neuen Nauticrawl starten. Oh, hier sind wir angekommen. Okay. Wir haben auf jeden Fall eine Errungenschaft. Entsperrt.
Also 18 Errungenschaften gibt es, okay. Und ja, 9 Nauticall starten, oder? Flucht eines Abtrünnigen. Wow, was jetzt? Was ist jetzt? Jetzt sind wir in irgendeinem Nauticrawl drin. Okay. Also wir wissen absolut nichts, was hier zu machen ist. So fängt das Game halt an. Man muss sich alles selbst erarbeiten. So habe ich es gelesen. Und ja, wir haben jetzt auch nur da ein Fenster, ne, wo ein bisschen Licht reinscheint. Das ist irgendwie ein Kraftfeld, würde ich sagen. Nichts. Oh, was ist das? Ah, da haben wir eine kleine Anweisung, ne? 1828. Okay, da war. Das kommt mir jetzt gerade bekannt vor. Okay. Also den sollen wir nicht. Den sollen wir nicht. Scheinbar wohl. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Was kann das hier sein? Ja, sieht aus wie ein Hauptschalter, ne? Ja, der ist es. Der ist es nicht. Ah, guck mal! Wow, da passiert was. Hauptrechner wird hochgefahren. Hochfahren abgeschlossen. Motor aus, Batterie lädt nicht. Okay. Müssen wir mal schauen. Frachtraum, Salz, 0 LBS. Aufzeichnungen. Oh. Das ist nicht gut, oder? Okay, da ist gerade was runtergekommen. Okay. Aha, so ein kleiner Dynamo ist das. Okay, also das scheint irgendwie unsere Batterie zu sein. Komm, wir lesen uns mal alles nochmal durch hier. Motor starten. Oh, da blinkt was. Ah. Okay. Oh, das ist nicht gut. Diese Lampe ist nicht gut. Gefällt mir nicht. Voller Dampf. Voller Dampf hier. 5-8. Keine Ahnung, was das hier sein soll. Das ist der hier. Oh. Suche an. Das kostet natürlich auch alles Energie, ne? Wir sollen den jetzt hier auf Mittelstellung erstmal fahren. Und dann sollen wir den in den Mittelbereich. Ich weiß gar nicht, soll die Lampe an sein oder nicht? Das ist die Frage. Okay. Wir haben erstmal ein bisschen was. Und wie können wir das? Wie kriegen wir das hin, dass die Batterie jetzt lädt? Batterie lädt nicht. Das ist quasi der Batterielade-Onkel. Tarnungsfeld. Ach, das ist das Tarnungsfeld. Okay. Okay. Das haben wir.
Ist nochmal extra Licht, das brauchen wir eigentlich jetzt nicht unbedingt, oder? Was passiert hier? Keine Ahnung. Netbook wird geladen. Okay, da ist da jetzt gerade was passiert. Hier ist auch was. Statistiken, Rumpf, Motor, Computer, Tarnung. Und dieses Jittern, was ihr hier seht, es ist natürlich, weil der Motor läuft, ne, denke ich mal. Das ist so ein bisschen simuliert. Also hier ist nichts Besonderes drin mehr. Okay. Das geht mir auf den Zeiger. Was ist hier denn eigentlich? Okay, da ist nichts mehr. Okay. Guck mal, wir sehen hier jetzt so eine Art... Ja, scannen, ne? Scannen von unserem Teil und wir sind in irgendeinem Korridor scheinbar. So sieht's aus. Funkstörung, Netbook ausgelastet. Netbook wird geladen. Oh, Boom, aus. Also wir haben irgendein Problem mit unserer Batterie. Netbook ist aber noch an, oder? Nichts in Sicht, okay. Da können wir erstmal mit leben. Tarnungsfeld, okay. Wo wir die Tarnung ja eigentlich gar nicht brauchen momentan, ne? Oh, jetzt ist der Computer aus. Was ist das denn hier? Verbrauch vermindern. Batterie unzureichend. Okay. Okay. Also so bewegt er sich nach vorne. Okay. Ich weiß nicht, was das da ist. So, da ist jetzt eine Wand. Okay, dieser riesen Nauticrawl, der macht immer nur einen Schritt. Und dann ist erstmal Ende. Licht brauchen wir ja hier erstmal nicht. Haben wir denn irgendeinen Energieverbrauch hier? Ah, okay, das... Okay, okay. Was haben wir denn hier? Achtung! Alle Einheiten, unbefugter Zugang zu den königlichen Stallungen festgestellt. Der Flüchtige ist kein geschulter Pilot. Vernichtet alles, was kein gültiges Wappen besitzt. Oh, nicht gut für uns, muss ich sagen. Okay. Also das ist da unser Menü. Network wird geladen. Okay, da passiert jetzt gerade was. Auch minimieren. Okay. So, ich glaube, den brauchen wir nicht unbedingt, ne? Kann ich das hier abschalten? Nein. Gar nicht. Okay, da ist irgendein Druck, der dann zu hoch wird. Signal gefunden, bereit zum Einhaken. Ah, guck mal hier. Auf Frachtraum zugreifen.
Botschaft alle. Okay. Tor öffnen. Tor offen. Ah, guck mal hier. Jetzt haben wir hier wirklich das Tor offen. Hier war gerade noch zu. Was geht mir um den Sack? Wie krieg ich die Batterie geladen? Volldampf vielleicht, dass der Motor mehr macht. Grün ist erstmal gut, ne? Okay. Verbrauch vermindern. Also ist gar nicht so einfach. Füllt den aktiven Treibstoff wieder auf. Kein Treibstoffmangel. Okay. Also brauchen wir erstmal. Also das brauchen wir. Was sagt uns das Teil nochmal? Also ist gar nicht so einfach, wenn man gar nicht weiß, was man hier wirklich machen soll. So, die sollten wir nicht anhaben. Die sollen, können wir alle lassen. Kein Kristall angebracht. Zwangsbeschränktes Zeppelin-Modus. Okay, das geht alles nicht. Full. Okay, das war der Ausschalter. Das ist schon mal gut zu wissen. Okay. So, okay. Ich habe so den Stromverbrauch mal gesenkt. Okay, jetzt macht den großen Schritt nach vorne. Jetzt machen wir den mal an hier. Okay, da können wir uns immer mit irgendwas, scheinbar sind das Funksignale. Lass mich gleich mal gucken. Wir gehen mal geradeaus. Oh, was ist da? Tank 1, wenig Treibstoff, Wärme zu hoch. Tank 1 wenig Treibstoff, das heißt, wir laden den mal auf. Cool, jetzt können wir wenigstens schon mal tanken, ist das schon mal was. Ah, da wird uns was angezeigt. Mit was wir wieder in Verbindung treten können. Signal gefunden, einhaken. Das war hier, einhaken, oder? Netzwerk nicht geladen, Netzwerk wird geladen. Reparaturkit, Wappenverschlüsseler, Salz. Kann man einfach eigentlich alles nehmen hier? Ja, cool. Aufzeichnungen. Schwebekristall. Was, wenn Nauticalls auf dieser dichten Atmosphäre schweben könnten? Fast so, als würden sie fliegen. Der alte Mann war betrunken, als er all das sagte. Man darf nicht alles glauben. Der Leuchtturm. Wappen. Daten noch immer unzureichend, um Bedeutung auszumachen. Offenbar verwenden sie einen verzierten Wappenchip, der von Mitgliedern der Königshäuser getragen wird, um den Rest von uns aufzuspüren.
Die einzigartige Frequenz, die jedes Wappen aussendet, dient als Identifikationssystem. Geschütztürme und andere Überwachungsmaschinen nutzen diese Information, um Sicherheitsmaßnahmen zu aktivieren. Ich sollte besser den Verschlüssel anbringen, den ich gekauft habe. Okay, jetzt haken wir mal aus. Jetzt gehen wir in den Frachtraum. Wappenverschlüssler. Anbringen. Verschlüsselt das Wappen des Piloten, um Verbindungen zu Geschütztürmen und anderen Terminals zu ermöglichen. Kein vollständiges Wappen, du wirst bei Verbindung gescannt. Aber es funktioniert. Das sagt zumindest der Wappenschmied. Komponente angebracht. Ist das schon mal was? Also ist ein kleines Upgrade für uns jetzt erstmal. Okay, wir sollten nicht in die Nähe kommen, scheinbar, würde ich jetzt mal fast sagen. Nee. Okay. Okay, jetzt können wir Verbindung aufnehmen. Scheinbar. Verbrauch vermindern. Okay. Okay, wir sind jetzt wieder, wir müssen glaube ich jetzt neu starten. Das ganze System. Ich wüsste, wie man hier das Ding vernünftig dann laden kann. Einfach mal hier, Volldampf. Wenn jetzt hier mehr wird, dann haben wir eventuell was rausgefunden. Nicht wirklich, ne? Eine große, 5 Etagen hohe Metallstruktur aus rostigen Eisenbalken und durch Strahlung zerfressenen Schaltpulten steht in der verlassenen Landschaft. Von der Spitze aus sucht ein grelles rotes Auge den Wüstenboden nach Nauticals ohne Wappen und umherstreifenden Landtintenfischen ab. Das ist so hoch der Verbrauch? Okay. Gar nicht so einfach, muss ich sagen. Wir fahren das System mal runter. So, jetzt haben wir irgendwie eine Verbindung. Finden wir den dann hier jetzt? Nein. Dann würde ich den jetzt ausmachen. Ja, Leute, ihr seht, es ist gar nicht so einfach. Ich muss auch natürlich den Motor anmachen. Das habe ich gerade vergessen. Ah, guck mal. Kann man hier nochmal schön... Okay, nochmal. Nethook geladen. Guck mal, auf Frachtraum zugreifen.
Jetzt müssen wir wahrscheinlich schnell sein. Okay. Und weg. Okay, wir sind erstmal. Weg hier. So, dann können wir jetzt nochmal gucken. Frachtraum. Batterie. Reparaturkit. Haben wir irgendwas kaputt? Computer 63%. Okay. Treibstoffnachfüllung ist gar nicht so schlecht. Batterie weiß ich nicht, ob die jetzt einfach dann aufgeladen wird oder ob wir eine extra Batterie kriegen. Probieren wir gleich einfach mal, wenn wir ein bisschen weniger Power haben. Hier wieder zurückgegangen. Ah, daher komme ich. Daher komme ich, okay. So, wir machen jetzt einfach mal hier. Batterie. Okay, dann haben wir wieder voll Power. Nein, sonst noch was Sinnvolles? Rumpf 90%, Leistung 76%. Ja, noch können wir ein bisschen durchhalten, glaube ich. Sentinel, Ziel gesperrt. Ich muss hier irgendwie durch, ne? Da bringt alles nichts. Weiter. Kristall. Kristall ist ja schon mal gut. Jetzt haben wir hier irgendeine Energie. Keine Ahnung, was das heißt. So, wir müssen jetzt erstmal hier Frachtraum. Treibstoff. Verwenden. So. Tank 1 wieder gefüllt. Aber ich kann mich nicht mehr bewegen.
heißt das jetzt? Strahlung? Da ist irgendwas. Okay, wir haben ein Upgrade. Leute, wir haben ein Upgrade. Wow. Okay. Ein Stückchen weiter gekommen. Ist ja schon mal gar nicht schlecht. Antriebe gesperrt, Wind verankert. Deswegen ist es ein bisschen heller. Habe ich jetzt gar keine Ahnung, was wir tun müssen. Der scheint blockiert. Das sind wir. Das ist echt schwer. Wir können hoch. Wir können höher. Okay. Guck mal, ob es da oben. Nee. Okay. Nicht gut. Nicht gut. Grüße, Reisender. Und danke, dass du die Spare Parts Oasis kontaktierst. Du fühlst dich gerade an wie ein Déjà-vu, aber ich kann mich nicht erinnern, dir mein Signal mitgeteilt zu haben. Es will mir auch nicht gelingen, dein Wappen zu entschlüsseln. Grüßen. Hör mal zu, Kumpel. Oh, da ist jemand. Jalla macht niemand was vor. Ich weiß, dass du einer dieser Arbeiter bist, die aus der Hauptstadt entkommen sind. Lass uns das hier schnell über die Bühne bringen. Ich will keinen Ärger. Handel. Kaufen. Was haben wir denn hier? Treibstoff. Ja, aber ich weiß nicht, wir haben ja eigentlich alles, ne? Nee, ich würde sagen, wir lassen das erstmal jetzt. Was ist anfragen? Okay, hör zu. Du hast nicht genug Geld, um eine Karte zu kaufen, aber möglicherweise bin ich an dem Leuchtturm interessiert, der diesem alten Trinker so viel bedeutet. Also, wie wär's mit einem Deal? Klar. Lass mich ausreden, dieser Leuchtturm. Wenn die Gerüchte stimmen, ändert er ständig seine Position und ist nie zweimal am gleichen Ort. Niemand, der ihn zu finden versuchte, soll je zurückgekehrt sein. Dafür soll er mehr Salz enthalten, als ein Decroy transportieren kann. Ich riskiere bestimmt nicht meinen Kragen für ein Gerücht, aber im Tausch für eine Karte riskiere ich gerne deinen. Was sagst du dazu? Ja, komm! Okay, was auch immer das jetzt heißt, ob wir jetzt eine Karte gekriegt haben oder ich habe keine Ahnung.
Okay. Energieumleiten, Strahlungsschild, Vorwärtsantriebe, Höhenantrieb. Immer geil, wenn man absolut nicht weiß, was man da gerade macht. Okay, und jetzt? Scheint alles wieder in Ordnung zu sein, oder? Capital Island. Anker kann eingeholt werden. Sicherer Abstand zum Ziel nicht erreicht. Landung erfolgt, auslösbaren Anker. Jetzt? Anker ausgeworfen? Okay. Ah, guck mal hier, okay. Aber da muss man echt erstmal durchblicken, was man da wie machen muss. Müssen wir bis da reisen. Und gleich wahrscheinlich hier mit anhalten. Zeppelin-Menü, Höhenalarm. Ich verstehe gar nichts mehr hier jetzt. Besser auslösbar, der Anker. Ich verstehe es jetzt nicht wirklich, aber
Gut, es sollte auch nur ein kleiner Einblick in das Game werden. Und ja, ich werde es auf jeden Fall nochmal weiterspielen, weil ich finde es jetzt echt sehr interessant, alles so ein bisschen rauszufinden, aber ist echt nicht ohne, finde ich. Aber bis jetzt macht es einen echt guten Eindruck. Und ich würde mir auch gerne noch die Quest-Version anschauen. Vielleicht zeige ich euch da gleich noch in dem Video zu. Oder am Anfang müssen wir mal schauen. Ich denke aber eher jetzt am Ende, dass jetzt hier danach ein kleines Quest-Video kommt. Vielleicht ein Vergleichsvideo. Mal schauen, ob ich es hinbekomme. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, was sagt ihr zum Spiel? Ist das was für euch? Oder sagt ihr, nee, das ist jetzt überhaupt nicht mein Genre? Und ja, gerne mal eure Meinungen dazu unter die Kommentare. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Abo-Button nicht vergessen, damit ihr mich unterstützt und immer informiert wird, wenn es neue Videos gibt. Dann könnt ihr noch die Glocke aktivieren. Ja, dann bekommt ihr immer Push-Nachrichten, wenn irgendein Livestream ansteht oder so. Ich sage jetzt schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.